Hallo liebe Freifarm-Zuschauer, heute geht es darum, wie wir bei Freifarm intern mit Kritik, Diskussionen umgehen. Und zwar hatte ich jetzt kürzlich mit jemandem privat, intern, also mit zwei anderen Leuten zusammen bei Freifarm, gab es ein E-Mail-Thread, da gab es eine Diskussion, die ich da angefangen habe, und ich fand das, was die Person vorgeschlagen hat, sinnlos, ja, und fand auch so Ratschläge eher Schläge. Also ich fand das alles ziemlich sinnlos, was der geschrieben hat. Und habe das dann auch gezeigt und auch gezeigt, dass dahinter ein toxisches Kommunikationsverhalten steht bei ihm. Und es ging dann hin und her, hat es glaube ich nicht verstanden. Aber egal, was ich sagen will ist, das Wichtige bei Freifarm ist mir, Moment, Frosch im Hals. Das Wichtige bei Freifarm ist mir, dass wir uns miteinander auseinandersetzen, streiten, diskutieren, von mir aus auch hart und scharf, und dann arbeiten wir zusammen. Weil das ist das, was ich meine, wenn ich sage, Freifarm muss die Werte leben, intern, ja, nach innen, die wir auch nach außen vertreten. Es kann nicht sein, dass jemand sozusagen aus der Familie von Freifarm, wobei ich Freifarm nicht als Familie sehe, aber ich verstehe gleich auf, was ich raus will, dass jemand aus der Familie verstoßen wird, nur weil er eine andere Meinung hat oder weil er etwas noch nicht verstanden hat oder es vielleicht auch nicht verstehen muss, ja, und der andere nur denkt, das muss der jetzt verstehen. Das ist kein Grund, jemand aus irgendeiner Organisation auszuschließen. Das ist Demokratie und ich sage mal, es ist auch gesellschaftliches Selbstverständnis, dass man Menschen die Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln. Warum habe ich von Familie gesprochen? Naja, weil für viele die Erfahrung in der Familie eine ganz andere ist, nämlich eine basierend auf autoritärer Erziehung, dass du das machen musst, was deine Eltern sagen. Wenn du denen widersprichst, gibt es Probleme, ja? Und dann wirst du quasi ausgestoßen und isoliert. Es droht die Gefahr, dass du deine Familie verlierst. Und auch wenn Freifarm selber keine Familie ist, sondern ein offenes, dezentrales Netzwerk und damit ja, wie sagt man, eine ziemlich abstrakte Ordnung, soziale Ordnung, auch eine sehr freie, ja, weil ja da Personen frei dazustoßen können oder auch wieder gehen können, wie sie wollen. Es gibt keine verbindliche Zusammenarbeit in der Form. Man unterschreibt keinen Vertrag bei Freifarm oder man ist auch nicht blutsverwandt bei Freifarm. Ja. Aber warum ich von Familie geredet habe gerade eben, ist genau dieser Hintergrund. Dass man halt aus seiner eigenen Erfahrung in der Familie genau dies eben nicht erlebt hat. Und wenn wir uns bei Freifarm doch dafür einsetzen, dass an Familiengerichten und Jugendämtern und auch bei anderen Personen und Institutionen, die da involviert sind, zum Beispiel in Trennungsfälle oder in Obhutnahmefälle, wo Kinder ins Heim gesteckt werden sollen, wenn wir uns dafür einsetzen, dass da die Prinzipien demokratischer Erziehung beachtet werden sollen, dann müssen wir die doch auch erstmal bei uns nach innen leben und sagen, hey, du darfst mit mir streiten, so viel du willst, ja. Du darfst anderer Meinung sein. Das heißt nicht, dass du aus Freifarm rausgekickt wirst. Du kannst weiter mitmachen, du kannst dich weiter einbringen. Und das ist ja auch eine Grundvoraussetzung, um auf Basis von Kompetenz miteinander zu arbeiten und nicht auf Basis von autoritärem Verhalten. Ja, ich sag nicht Autorität, weil eine Autorität hängt für mich immer auch mit Kompetenz zusammen. Und eine pervertierte Autorität ist eine autoritäre Person. Also, wenn wir kompetent miteinander arbeiten wollen, dann muss es auch möglich sein, extrem zu kritisieren und keine Sanktionen befürchten zu müssen. Solange das, was jemand kritisiert, innerhalb der Werte von Freifarm ist, wozu ja die demokratische Erziehung gehört, ja ein demokratisches Verhalten auch, dann ist es alles völlig in Ordnung.
dann passt es. Und dann werde ich, ja, und ich hoffe auch niemand anderes in Freiburg sagen, hey, das gefällt mir nicht, was du sagst, du musst hier raus. Das wäre der völlig falsche Ansatz und würde auch unseren Zielen zuwiderlaufen. Dann würden wir uns selbst von innen her aushöhlen und wären nach außen hin kraftlos. Weil, wie ich ja schon mal gesagt habe, Familiengericht, Jugendamt, die haben immer noch die autoritäre Erziehungslogik in sich drin. Habe ich schon öfter in Videos jetzt dargestellt, was ich damit meine. Und wir müssen das bei uns in Freifam leben, die demokratische Erziehung. Ein Stück weit sehe ich da eben auch, dass Freifam ein Netzwerk ist, in dem ich als jemand, der vielleicht eine autoritäre Erziehung erlebt hat als Kind, bei Freifam lebt, erlebt, was es heißt, frei zu leben. Ne? Das heißt ja Freiheit für Familien, dafür steht Freifam. Dass man da eben andere Erfahrungen macht. Und was ich halt so mitkriege von Vereinen wie dem Väteraufbruch für Kinder, die waren zumindest bis jetzt nicht so strukturiert. Ja. Da wurden Machtspiele gespielt intern, gekämpft darum, wer das Sagen hat. Und andersdenkende Kritiker wurden im Endeffekt dann mit einem Vereinsausschluss bedroht. Und der dann schlussendlich auch, ja, ich habe da ein paar gesehen, unter fadenscheinigen Gründen dann vollzogen wurde. Sowas wird es bei Freifam nicht geben. Also, das ist genau der falsche Weg. Freifam steht für demokratische Prinzipien und Freifam geht in Freifam auch genauso miteinander um. Du kannst mich oder jeden anderen in Freifam komplett kritisieren, scharf, direkt, klar. Und du kriegst es vielleicht genauso zurück. Ja? Aber so funktioniert's, so geht's dann weiter. Und dann kann man gucken, was ist dann die kompetente Lösung. Nicht, was ist die Lösung desjenigen, der die Macht hat. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, liebe Freiraumzuschauer. Ciao, ciao.